Darüber will ich jetzt sprechen mit Ulf Röller, unserem Korrespondenten in Washington. Die USA sagten, sie prüften, wie authentisch dieses Video ist, was man von James Foley gesehen hat, von dem Journalisten. Weiß man da inzwischen mehr darüber? Nein, noch gibt es keine offizielle Bestätigung vom Weißen Haus, dass das Video echt ist. Aber intern heißt es, und Regierungsbeamten werden zitiert, die sagen, man geht von der Echtheit dieses Videos aus. Auch die Eltern von James Foley haben sich über ihrer Webseite gemeldet und haben gesagt, sie sind stolz auf ihren Sohn, weil er sein Leben gewidmet hat, der Aufgabe, über das Leid des syrischen Volkes zu berichten. Man muss wissen, James Foley war eben ein Journalist, der in diese Krisengebiete gegangen ist, weil er gesagt hat, es ist meine Aufgabe, den Terror zu zeigen, das Leid der Bevölkerung zu zeigen. Und dafür hat er sehr viel Respekt bekommen in Amerika. Jetzt dieses dramatische Bild, das gestern Abend eben Amerika im Fernsehen sehen konnte. Man sieht James Foley kniend, hinter ihm ein schwarz gekleideter Dschihadist. Und das hat Amerika sehr geschockt, weil es ist, dass der Terror irgendwie eine persönliche Dimension bekommen hat, weil eben ein amerikanischer Journalist, der mit seiner Berichterstattung versucht hat, den Terror aufzuklären, weil der enthauptet worden ist. Es ist ja eine ganz spektakuläre Situation. Es ist das erste Mal, dass sich diese Terroristen der IS sich auch explizit gegen die USA wenden mit diesem Bild. Könnte dieses Bild, dieses Video auch Auswirkungen auf den Kampf der USA im Irak haben? Das ist das Ziel der Terroristen. Man muss ja sagen, dass das Video weitergeht und dass dann ein zweiter amerikanischer Journalist gezeigt wird. Auch da wissen wir nicht, ob es echt ist, aber viele gehen davon aus, dass es echt ist. Und dort droht eben die IS-Kämpfer an, dass wenn die Amerikaner mit ihren Luftangriffen nicht aufhören würden, dass sie ihn auch enthaupten. Also sie gehen ganz klar auf die Seele Amerikas, auf die Seele dieser Nation. Ich glaube aber nicht, dass sich wirklich an der Strategie von Barack Obama hinsichtlich der Bekämpfung der Terroristen etwas ändert. Es wird immer wieder gesagt vom Weißen Haus, wir verhandeln erstens nicht mit Terroristen und zweitens ist man der Ansicht, dass gerade die Luftangriffe doch dazu geführt haben, dass die Terroristen eingedämmt worden sind, dass die kurdische Armee wieder eine Chance hatte, Bodengewinne zu erzielen. Insofern glaube ich eher, dass sich vielleicht die Luftangriffe intensivieren und dass sich auch die Waffenlieferungen, dafür gibt es noch keine offizielle Bestätigung, aber ich könnte mir das vorstellen, an die Kurden intensivieren werden von Seiten der Amerikaner. Und Frau Röller, lassen Sie uns noch über ein anderes Thema sprechen, das die USA derzeit bewegt, ein innenpolitisches Thema, Ausschreitungen in der Kleinstadt Ferguson nach dem Tod eines schwarzen Jugendlichen. Der Justizminister soll nach Ferguson gehen. Könnte das die Lage in dieser Stadt ein bisschen beruhigen? Justizminister Holder, der in wenigen Minuten in Ferguson erwartet wird, ist natürlich wichtig für die Beruhigung der Lage. Es ist ein großer symbolischer Auftritt. Damit will das Weiße Haus und die Obama-Regierung deutlich machen, wir nehmen dieses Ereignis sehr, sehr ernst und wir wollen vor allem dafür sorgen, dass es rechtsstaatlich aufgearbeitet wird. Man muss wissen, dass die Bevölkerung in Ferguson, 70% sind Schwarze, der Polizei, die hauptsächlich Weiße sind, überhaupt nicht mehr traut. Und sagt, wir glauben nicht, dass es Gerechtigkeit gibt. Und auch wenn es gestern ruhiger war, weil vor allem viele, die für den Ruden, für den Ruhe sorgen, nämlich zum Beispiel Pastoren aus der Gemeinde, die sich zwischen die Demonstranten und der Polizei gestellt haben, weil die für Ruhe gesorgt haben, heißt das noch lange nicht, dass die Wut nicht weg ist. Und die Wut ist vor allem deswegen da, weil sie sagen, es ist jetzt fast schon 10 Tage her und immer noch nicht ist eine Anklage erhoben worden gegen den weißen Polizisten, der Mike Brown erschossen hat. Und solange das nicht passiert, bleibt die Wut. Es ist allerdings so, dass auch wenn Holder jetzt deutlich machen will, es ist ein rechtsstaatliches Verfahren, hat der Staatsanwalt schon gesagt, der Ermittelnde in Ferguson. Es kann noch Wochen dauern, bis alle Zeugen angehört worden sind und bis es dann die Frage beantwortet wird, ob es zu einer Anklage kommt oder nicht. Also die Lage in Ferguson bleibt weiter sehr emotional. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und Hintergründe aus Washington, Ulf Röller.